Hallo allerseits. Ich habe ja bereits vor einigen Wochen ein Video hochgeladen zum Thema Support, wie man den spawnt und nutzt. Jetzt habe ich das Ganze mal getestet und habe noch da so ein paar Feinheiten zum Verbessern. Da habe ich drei Tipps. Zum ersten, das ist jetzt zwar nicht das Wichtigste, aber generell ist es besser, wenn man eine Panzerbesatzung hier zum Beispiel immer als spielbar deklariert und die Leute einzeln einsteigen. Das hat den Vorteil, dass man später bei Support-Aktionen halt eben die Leute auch wirklich alle einzeln ansteuern kann, um einen erfolgreichen Support abzuschließen. Dazu die klassischen Befehle halt eben mit Assign S und Move In. Auch dazu habe ich bereits Tutorials. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal im Detail erklären. Der zweite Tipp ist, dass man die, ich habe ja Helipads zum Erzeugen von den Support-Einheiten, dass man die auf die Straße setzt. Na, dann haben es die Fahrzeuge etwas einfacher an den Zielort zu kommen. Und dann haben wir jetzt hier den dritten Tipp und das ist der wichtigste. Ihr erinnert euch an meinen riesengroßen Auslöser, wo der Support per Funk endlos erzeugt wird. Und ganz unten rein in diesen Auslöser bei Aktivierung kommt noch zusätzlich rein Add Switchable Unit Inst 1 und Add Switchable Unit Inst 1.1. Das sind die beiden Inst-Soldaten. Und zwar bedeutet Add Switchable Unit, dass ich auf diese Spieler einen Teamwechsel vollziehen kann und damit das Supportfahrzeug für die Zeit der Anwesenheit des Supports steuern kann. Denn der Support, der lässt sich ja dann auch über Funk wieder löschen und dann wieder erneut aufrufen. Und das ist der Kurzbefehl, den wir dafür benötigen. So, jetzt gucken wir uns das mal in der Praxis an, denn ich hatte da nämlich beim Testen halt eben die entsprechenden Probleme gehabt, dass ich einen Volltreffer einer Kette hatte und mich nur noch im Kreis drehen konnte, beziehungsweise mein Co-Panzer. Und der Support kam einfach nicht ran an den Panzer und ich konnte den nicht reparieren. Das hat mich natürlich so tierisch gefrustet, dass ich mich hingesetzt habe und habe mir überlegt, mein Gott, wie kann ich das Problem lösen, dass ich meine Jungs 100% fit kriege, ne? Und dann fiel mir das ein mit der schaltbaren Einheit. Und das Ganze zeige ich jetzt hier mal in der Praxis. Ich stelle mich jetzt hier mal im Gefecht etwas döver und lasse mir so einiges an Treffern auf mich einkommen, damit der Panzer einen Schaden hat, damit wir gleich einen Grund haben, den Support zu rufen. Das ist übrigens meine Mission, wo ich gerade am Basteln bin, mit dem Namen Blue, na? Ah, da oben steht so Blue Dust, ja, Operation Blue Dust. Jo, so, jetzt sind wir an unserem Punkt, wo wir den Support einleiten können. Sicherer Abstand. Und eben habe ich über Null Funk, nee, das will ich jetzt. Jetzt habe ich über Null Funk den Support gerufen. Und der wird jetzt in Kürze eintreffen und ja, Dankeschön. Und wird sich positionieren aufgrund des Distance-Befehls, der ja in dem Auslöser aufgeführt ist. Und das reicht vielleicht für einen Panzer zum Reparieren, aber damit das Reparaturfahrzeug, weil das ja praktisch dem Tankfahrzeug untersteht ist, hat immer einen Abstand, der zu weit ist für eine automatische Reparatur. Okay, das sehen wir dann gleich in der Praxis. Ein wenig Geduld noch. Kann ich nebenbei mal sagen, also wenn die Jungs verletzt sind, die in der Erstbestückung von den Piloten zum Beispiel ist ja bei denen auch Sandmaterial drin, also aussteigen, Selbstheilung und den anderen eine Selbstheilung befehlen und wieder einsteigen und dann ist das mit der Verletzung auch erledigt. Ansonsten halt eben über den Support-Modul Hubschrauber-Materialabwurf eben anfordern und da ist dann auch Sandmaterial drin, ne? Dann kommt dann per Fallschirm eine Kiste runter. So, jetzt sehen wir also, das Tankfahrzeug hat einen guten Abstand und da wäre eine automatische Tankung. Das andere haben wir ja geskriptet
Man könnte jetzt theoretisch auch skripten, aber ich finde das jetzt halt eben irgendwie ein bisschen realistischer, wenn wir jetzt gleich einen Switch machen und den Zielpanzer, also den beschädigten Co-Panzer anfahren und dann die Reparatur auslösen. So, jetzt spiele ich den Fahrer von dem Fahrzeug. Das müssen wir noch ein bisschen üben. Ja. Und wenn ich dann nah genug dran bin, halt eben, das sehen wir dann gleich, wenn ich den Teamwechsel wieder mache. Da müsste weiß eingeblendet sein. Also die Taste T ist das bei mir. Da steht jetzt unten in der Mitte reparieren. So, jetzt ist der Co-Panzer auch repariert. Und der Support-Vorgang ist damit abgeschlossen. Und ich kann die ganze Szenerie wieder löschen per Funk und wie das geht, das habe ich ja in meinem Video erklärt. Das Video mit dem Namen Support 100% gespawnt spart Rechnerleistung. So, okay, das war's. Das waren die drei Tipps und dann auch noch mal in der Praxis präsentiert. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss.